Das Wetter in der Woche, diesmal über den Politikersprech oder wie meine Omi Glimpsch in Zittau sagen würde, Quatsch mit Soße. Es war kurz nachdem, also wenige Minuten nachdem der Terror in Deutschland angekommen war, als sich die Kanzlerin in einer großartigen Rede zu Wort meldete und uns zuredete, gut zuredete, ebenso wie der bayerische Innenminister. Wir bräuchten eigentlich gar keine Angst haben. Sie stellten dann beide in unterschiedlicher Version einige Forderungen auf, mehr Bundeswehr im Inneren und im Äußeren natürlich auch und mehr Polizei und mehr Überwachung und so weiter und so weiter. Meine Omi Glimpsch in Zittau, die hätte natürlich sofort gesagt, das ist alles Quatsch mit Soße. Denn, und das hat der Kommentator anschließend sogar öffentlich-rechtlich auch geäußert, er sagt nämlich Politikersprech. Das habe ich jetzt noch nie gehört, Politikersprech. Eine Ansprache der Bundeskanzlerin und des bayerischen Innenministers plötzlich Politikersprech. Da zieht es einem doch glatt die Hosen aus. Meine Omi Glimpsch würde sich natürlich, wenn man sagt, der Terror ist in Deutschland angekommen, auch ans Oktoberfest erinnern. Sie erinnern sich damals an die Wehrsportgruppe Hoffmann oder an die 400 untergetauchten Rechtsradikalen, die von der Bundesanwaltschaft gesucht werden. Oder an die ostanatolische Mafia namens NSU. Oder an die Rote Armee-Fraktion. Oder an viele andere unaufgeklärte Sachen. Vielleicht würde sie sich sogar noch erinnern an das, was ihre Großmutter mal gesagt hatte, als wir mordend und hordend durch die halbe Welt gezogen sind. Kinder und Frauen zuerst, wie bei Boko Haram. Da lobe ich mir doch den Papst in Krakau und zu den Jugendlichen der Welt. Er fordert zum Aufstand auf, zum Aufstand der Anständigen und meinte, Gewalt löst keine Probleme. Bravo, Franziskus. So möchte ich es auch gern haben. Dein Wort in Gottes Ohr.